Jean Tinguely begann seine Karriere Mitte der 50er Jahre in Paris mit einem wahren Schaffensrausch von Werken, die es bisher nicht gegeben hatte, darunter auch seine sogenannten Metamatic-Zeichenmaschinen. Diese verhandeln das Verhältnis zwischen Kunstproduktion und Betrachter neu, indem die Maschine gleichzeitig Kunst produziert, aber selber ein Kunstwerk ist und der Betrachter Einfluss hat darauf, wie das Kunstwerk entsteht, indem er die Maschine bedient und die Farben auswählt, die dann aufs Papier kommen. Das war wirklich revolutionär und war auch eine Kritik an der gestischen Abstraktion seiner Zeit.